So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Rams ist Kitchen. Wir haben wieder mal was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn wir waren letztens in Chap. Da habe ich ein Unboxing-Video gemacht, habe die Ausbeute gezeigt. Ausbeute. Was wir in Chap alles Schönes gefunden haben, mitgenommen haben, was es Neues gibt. Zum Probieren, zum Testen, zum Hin und Her. Ich habe jetzt die ganze Zeit Durst und weiß immerzu nicht, was ich trinken soll. Ich habe gar keine Zeit, irgendwas zu testen. Aber ein was konnte ich mir nicht nehmen lassen. Jetzt mir diese Kofola mal reinzuziehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, weil da steht ja kein Deutsch drauf. Da steht ja alles andere und überhaupt, das ist ein Liter. Ein Liter genobbt. Sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Kannst du wegschmeißen, ist kein Pfand drauf, wie üblich. Hier steht ja, da ist noch was weggestrichen. Ja plus KFL ist gleich VL. Das ist eine richtige Gleichung. Und ansonsten steht da halt Kofola Original. Ich könnte mir jetzt höchstens vorstellen, dass das eine Mischung aus Kaffee und Cola ist. Kofola, also eine richtig fette, brutale, koffeinhaltige Cola, obwohl Cola ja eh schon koffeinhaltig ist, aber das mit der Extraportion Koffein, also eine hochprozentige Koffein-Cola oder halt eine Kaffee-Cola. Was das genau ist, werden wir jetzt rausfinden. Guckt euch doch den schönen Deckel an. Ne? Ich habe mir dazu jetzt hier ein Gläschen gesucht und zwar dieses Berliner Luftgläschen. Das ist jetzt mein Probierglas, darin möchte ich das mal testen. Das ist nämlich vom NetGhost. Ne? Wir machen jetzt mal die Kofola auf. Wenn der Adi möchte, kann der Adi ja mal... Leute, schlick, schlicki, schlicki, schlicki. Hat nämlich gerade hier unten genascht. Ich habe dem heute neues Futter gegeben, was er sonst nicht hat. Sonst frisst er das immer direkt weg. Jetzt habe ich ein anderes gegeben, das kennt ihr bestimmt auch. Der schnüffelt dran, lässt es liegen und macht nichts. Dann hast du so komische Leberwurstcreme für Katzen. Wenn er mal was nicht frisst, mache ich da ein Träufelchen drauf. So geht er daran, frisst es trotzdem leer. Und beim nächsten Mal reicht es eigentlich, wenn du nur das hast, dass der das auch frisst. Aber hier macht er die ganze Zeit nichts. Er geht nicht an das Nassfutter. Und er geht nicht an das Nassfutter, wenn ich das Zeug drauf tröpfe. Jetzt frisst er stattdessen das Trockenfutter, was eigentlich er sonst immer links liegen lässt und gar nicht isst. Also muss einer verstehen. Und das ist dann das gute Schäber. Ja? Möchte er nicht. So will er nicht sein. Adi ist bodenständig. Wir riechen jetzt mal hier in diese Arznei. Und wenn mich nicht alles täuscht, das hat so einen richtig betörenden Duft. Das riecht jetzt, wie wenn ihr euch in irgendeiner Kneipe eine Billig-Cola mit einem Whisky zusammen mischen lasst oder eine Goldkrone-Cola und sagt, mach mir mal eine Goldi-Cola, ne? Und dann gehen die da hin, schütten euch da was rein. Dann riecht das nicht richtig nach Cola, aber auch nicht richtig nach Whisky. Dann ist das so total ein ekliger Duft, obwohl die meisten das natürlich total toll finden und lieben. Ich finde auf jeden Fall jetzt schon, das riecht nicht gut. Und wenn es jetzt genauso schmeckt, wie es riecht, dann Prost Mahlzeit, aber das finden wir jetzt raus. Wollen wir einen kleinen Nipper machen, ja? Wie probiert man sowas am besten? Jetzt kann ich es gar nicht mehr deuten. Ich habe jetzt wirklich gedacht, da kommt so ein richtig übertriebener Geschmack. Aber irgendwie schmeckt das total wässrig. Aber irgendwie auch süß. Vielleicht soll das auch eine Schokoladen-Cola sein. Ich weiß es nicht. Kofola. Vielleicht soll das Kakao und Cola sein. Koffein, Cola. Aber dann hätten sie es ja eigentlich... Sie hätten es ja eigentlich... Koffein-Cola? Koff-Cola? Co-Cola? Aber Koff... Koff-Ola ist ja trotzdem Koffein. Ola. Ich finde auf jeden Fall, ich habe mir viel mehr darunter vorgestellt, aber es ist jetzt einfach irgendwie eine... Sieht aus, als würde ich ein Schnäpschen trinken. Also es ist gerade frisch aufgemacht. Normalerweise ist das ja eigentlich mit Kohlensäure. Aber ich finde, das schmeckt gar nicht wie Kohlensäure. Das schmeckt in erster Linie total abgestanden, als wäre das einfach nur Zuckerwasser, gefärbtes. Kohlensäure ist gar nicht so präsent. Meistens ist mir Kohlensäure immer zu viel. Hier ist es mir wieder zu wenig.
dann ist es halt total süß irgendwie, aber es hat jetzt weder einen richtigen Koffeingeschmack, noch hat es irgendwie einen richtig Cola-Geschmack. Es ist wie eine Arznei. Was es genau ist, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mal danach googeln und seht dann was. Hier unten ist auf jeden Fall noch eine Internetadresse. felkalaska.com. Geht mal auf felkalaska.com mit V, ne? felkalaska.com. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Checkt das mal aus, was das sein soll. Ich hoffe, es liegt nicht daran, weil ich eben diese Hot Chili Challenge gemacht habe und habe mir die 50.000 und 100.000 Scoville Chili reingeknallt, dass ich jetzt keinen Geschmack mehr habe, aber den Hamburger, den ich dazwischen gegessen habe, den habe ich ja auch gemerkt. Das wird einfach so der Geschmack sein davon. Finde ich total bäh. Davon fett zu werden, von diesem süßen Zeug, lohnt sich überhaupt nicht, wenn es nicht mal schmeckt. Also, kennt ihr Kofola? Habt ihr Kofola schon mal gesehen und schon mal gehört? Haben wir, wie gesagt, aus diesem Asia Drecken Bazaar in Chep. Habe ich gedacht, sieht interessant aus, nimmst du mal mit. Hat sich nicht gelohnt. War aber, glaube ich, auch nicht so teuer. Obwohl, was ist, keine Ahnung, 1,50 ist vielleicht doch teuer, wenn es einfach nur räudig ist und nicht schmeckt. Mir schmeckt es nicht, ich würde es auch nicht nochmal kaufen. Wenn ihr das kennt, wie ihr das findet, schreibt es mal rein und besucht auf jeden Fall diese komische Seite, diese felkalaska.com, und sagt mir dann mal, was ihr da gefunden habt. Ich traue mich nämlich nicht. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.